Als Land zwischen den Meeren bringt es der echte Norden auf über 1000 Kilometer Küstenlänge. Fast die Hälfte der gesamtdeutschen Küste liegt also in Schleswig-Holstein. Und damit hat das Land auch eine besondere Verantwortung für ihren Schutz. Entlang der Ostsee zeigt sie sich vielfältig. Touristisch erschlossene Bereiche wechseln sich ab mit Naturstränden und Steilufern, die bis zu 25 Meter hoch sind. Nils Kobach koordiniert die Naturschutzmaßnahmen an der Flensburger Förde und kennt die Besonderheiten dieser dynamischen Cliffs. Also Steilküsten sind sehr aktive Lebensräume, die sich ständig verändern mit jedem Hochwasser, mit jedem Starkregenereignis. Dadurch entstehen offene Böden, offene Flächen, die von vielen Arten, Pflanzenarten, Insektenarten dringend benötigt werden. Regelmäßig prüft und sichert Kobach Wanderwege, Stege und Brücken an den beliebten Spazierpfaden direkt an der Abbruchkante. Dass hier in der Sturmsaison schon mal mehrere Meter abgetragen werden, ist ganz normal und gehört zur natürlichen Entwicklung der Küste. Denn was hier abbricht, ist nicht verloren. Hier kann man sehr schön sehen, dass die Ostsee nicht nur nimmt, sondern auch gibt. In diesem Fall ist es ein Steg, der zu einem Hafen hinausführt. Und den hat man ursprünglich am Ufer gebaut. Aber vom Steilufer ist der ganze Sand hier gekommen und hat den Steg zu einem Landsteg gemacht, sozusagen. Er führt jetzt die ersten 40, 50 Meter über Land. Und dahinter sind wunderschöne Strandbereiche entstanden aus dem Material von den Steilufern. In den überflutungsgefährdeten Gebieten der Ostsee leben und arbeiten rund 56.000 Menschen. Durch den Klimawandel steigt der Meeresspiegel. Sturmfluten werden häufiger und heftiger. Kobach und seine Kollegen müssen täglich Kompromisse finden zwischen Naturschutz, Bebauung, Landwirtschaft und Tourismus. Also wir haben hier auf der Geldinger Birk große Flächen der Ostsee zurückgegeben. Hier entstehen wieder Salzwiesen in ehemaligen Lagunenflächen. Salzwiesen sind Lebensräume, zu deren Schutz wir verpflichtet sind. Und bei diesen ganzen Maßnahmen ist es trotzdem möglich, hier durchzuwandern. Wir haben hier eben auch Wanderwege, wo man mitten durch dieses Gebiet hindurchwandern kann. Einen Beitrag zum biologischen Klimaschutz leisten auch die vierbeinigen Landschaftspfleger auf der Geldinger Birk. Die Konix, Schleswig-Holsteins Wildpferde, halten den Bewuchs kurz und sorgen so dafür, dass sich seltene Arten wieder ansiedeln können. Um im Angesicht des Klimawandels alle Interessen zu vereinen, erarbeitet Schleswig-Holstein die Gesamtstrategie Entwicklung Ostseeküste 2100. Sie gibt Empfehlungen, um das Land und die Menschen an der Küste dauerhaft zu schützen.